In einem Eigenverwaltungs- oder Schutzschirmverfahren gibt es keinen Insolvenzverwalter, sondern lediglich einen sogenannten Sachwalter. Seine Aufgaben entsprechen nur zum Teil denen eines Insolvenzverwalters. So hat der Sachwalter insbesondere weniger Handlungsmacht. Vorwiegend übt er eine überwachende Funktion mit Vetorechten aus. Die Person des Sachwalters wird vom Amtsgericht zunächst vorläufig, mit Eröffnung des Verfahrens dann endgültig zum Sachwalter bestellt. Das angeschlagene Unternehmen kann im Vorfeld des Verfahrens eine bestimmte Person mit den Gläubigern abstimmen und dem Gericht als Sachwalter vorschlagen. Das Gericht ist dann weitgehend an diesen Vorschlag gebunden. Der Sachwalter kontrolliert, wie ein Aufsichtsrat, die Akteure der Eigenverwaltung und prüft, ob sie auch im Sinne der Gläubiger handeln. Gleichzeitig arbeitet er eng mit den Entscheidungsträgern zusammen und muss bei wichtigen Entscheidungen stets eingebunden werden. Die Gläubiger melden beim Sachwalter ihre Forderungen an. An einigen Stellen ist der Sachwalter aber auch selbst aktiv. Er muss diese Forderungen prüfen und die Insolvenztabelle führen. Ebenso kümmert er sich um Haftungsfragen und mögliche Ansprüche gegen Beteiligte. Für die Gläubiger ist der Sachwalter daher ein wichtiger Ansprechpartner.